Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir hier auf dem Kanal. Und wir spielen das Projekt Big Farm und wir stehen jetzt nicht hier ganz ohne Grund vor unserem John Deere X9 mit laufendem Motor, denn es ist Erntezeit, Oktober, Mais und Sonnenblumen. So, und wir werden jetzt hier einsteigen. So, zack und rein und natürlich machen wir erstmal die Rundumkennleuchten. Na, wo sind sie denn? So, jetzt sind sie an. Okay. Ah, das sind so Blinker, ne? Blink, 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 blink. Okay. Und wir fahren los. Aber wir werden nicht zu unserem Feld fahren, sondern, hups, müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Hier ist doch ein wenig eng. Wir fahren zu einem anderen Feld. Wir haben nämlich einen Ernteauftrag nochmal angenommen und ihr seht es recht oben. Helfer hat einen vollen Korntank. Da steht nämlich schon ein Fendt, der dort Mais erntet. Und da habe ich mir doch gedacht, den Ernteauftrag nehmen wir an. Und ja, wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir auch. Und deswegen werden wir hier jetzt erstmal dem Kollegen helfen bei der Maisernte. Und das Ganze soll dann zum Restaurant gebracht werden. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass er dann auch uns helfen wird bei unserer Mais- und Sonnenblumenernte. Denn er hat auch einen schönen Abfahrer, einen kleinen MAN-Truck. Und das passt dann. Und damit können wir dann arbeiten. So, wir fahren zum Feld Nummer, ich glaube, es ist Feld Nummer 10. Jep, da unten blinkt es auch schon in der Karte. Und dann werden wir hier den Kollegen unterstützen. Und brauchen aber noch einen Abfahrer. Aber den holen wir dann gleich nach. So, es ist schön früh morgens, 8.13 Uhr. Ein bisschen hier neblig. Richtig schön auf unserem Projekt. So, da steht der Kollege und möchte abgetankt werden. Das machen wir mal schnell. Einmal Motor aus. Und da steht unser Abfahrer. Und nicht, dass ich was Falsches gesagt habe. Doch, MAN. Sehr schön. Und rein geht's. So, da haben wir schon mal eine kleine Fahrspur. Und ich glaube, da steht genau richtig. Oh. Ups, ups, ups. So, jetzt habe ich mich aber hier beinahe böse, böse, böse. Da müssen wir einmal zurücksetzen. Stimmt. Da hat es ja schließlich einen Bach. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Deswegen lasse ich auch hier einen Fahrweg erstmal ernten. So, dann hier lang. Und der passt idealerweise. Können wir den jetzt hier abtanken? Sehr schön, das passt. So, dann kümmern wir uns hier um den Kollegen, Motor an. Dann werden wir erstmal das Schneidwerk ausklappen und dann den Drescher. Sehr gut. Und dann werden wir nämlich hier erstmal links hochfahren. Er darf hier weiter dreschen in die Richtung. Dann werden wir hier das Feld ein bisschen unterteilen. So, das passt ideal. Fendt ideal und es passt ideal. Auch wenn wir jetzt gerade hier im Johnny sitzen. Okay. So, Mais ist immer relativ leicht, auch aus der Innenansicht. Genauso wie auch Sonnenblumen. Einzelkorn ist immer hervorragend. Da hat man dann immer schön die Schneise. Kann ja mal ein bisschen mit diesem Zahn hier vorne in der Mitte schön zielen. Aber wir brauchen ja noch einen Abfahrer. Also schicken wir den hier mal auf die Reise. Das sollte soweit passen. Wir gucken mal, was der andere macht. Ja, sehr schön. Der Fendt ist am Wenden. Na, wo ist er denn? Hier. Genau so soll er das machen. Dann haben wir hier nämlich die Felder richtig schön unterteilt. Da vorne rechts hat er auch noch ein Stück Feld, was dann rechts runter geht. Das werden wir dann als erstes abernten. Supi, das passt so. Sehr schön. Dann nehmen wir als Abfahrer nicht den Fendt, weil der macht mir immer ein bisschen Sorgen. Jetzt überlege ich gerade, der Messi. Nehmen wir den Messi. Ja, ja, das ist der Stärkere, ne? Ich muss immer als reingucken. Ich weiß das als gar nicht. Stopp. Ah, wir können nochmal gucken schnell. Ihr habt irgendwas Interessantes beim Gebraucht? Nein, nein, nein. So, natürlich der Messi. So, weil den nehmen wir.
ihr als Abfahrer. Schwuppdiwupp. Ja, getankt ist er, das reicht. Den Johnny habe ich auch voll getankt. Der war nämlich auch schon halb leer. Nicht, dass er uns hier noch mitten auf dem Feld stehen bleibt. So, Dille, das Schöne eben am Mais und am Sonnenblumen mit dem Maisgebiss ist eben, da es ja zusammengeklappt ist, brauchen wir da keinen Schneidwerkwagen. Da können wir dann wirklich überall auf der Map hinfahren. Mag ich gerne. So, der Fliegel angehängt. Und dann hier durchs Dorf zum Feld Nummer 10. Ja, und das Restaurant ist ja gerade um die Ecke, also gar keine so große Action. Und das müsste er hier dann ohne Probleme, hoffe ich, doch schaffen. Weil der Fendt hat nämlich auch immer ein Problem, wenn er aus dem Restaurant rausfährt. Schlägt er immer ein bisschen zu spät ein und fährt dem Nachbarn dann immer aufs Auto drauf. Auf dem Kofferraum. Das wollen wir ja nicht. Die Versicherung wird da langsam ein bisschen kritisch bei der Einstufung der Prämien. So, es hält sich auch ein bisschen auf hier. Der Nebel verschwindet fast. Ah, da hinten ist noch ein wenig die Stick. Da hat es noch den Morgendunst. Sehr schön. So, auf der Seite ist alles okay. Die Windräder drehen sich nicht. Und Feld Nummer 10. So, wie weit ist denn unser Johnny? Kommt er gerade hier runter? Ja, da kommt er. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Er ist schon wieder zu 60% voll. 21, das heißt, wir können ihn auf jeden Fall viermal zum Abtanken benutzen. Er hat 76. Okay. Müssen wir jetzt mal kurz manuell übernehmen. Weil wir die Kleinen, den Schlenker da müssen wir von Hand machen. Und dann werden wir den auch gleich mal... Nee, dann können wir erstmal wenden und dann abtanken. So, sehr gut. Ja, obwohl besser ist es, wenn wir gleich... Ja. So, ist ein bisschen eng hier. Klappen wir mal alles ein bisschen ein. So, jetzt müsste es doch reichen. Ja, sehr gut. Und... Ja, okay, den lassen wir fertig. Das müsste passen. Aber wir müssen trotzdem aufschauen, dass er nicht darauf achten, dass er nicht vorher wendet. Sonst haben wir das Rohr auf der falschen Seite. Auch wenn wir jetzt hier keine Fruchtzerstörung haben bei den Aufträgen, wollen wir wenigstens ein bisschen so tun, als ob. Und deswegen schauen wir immer, dass das Rohr auf der richtigen Seite ist. Schlückchen Kaffee. Danke sehr. 90, okay. So, er hier ist leer. Ja, das passt doch. Sehr schön. So. Dann schmeißen wir hier den Hobel mal an. Sehr gut. Einmal abtanken, bitte. Gerne. Jo. So, okay. Ja, während die zwei hier dann beschäftigt sind, gehen wir mal ganz kurz
Lass mich mal kurz schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Chup, 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 chup. Hier. Nee, wir machen das anders. Wir machen einen kleinen Überflug. Wir gehen in die Luft. Weil dann zeige ich euch ganz kurz, wie weit wir sind mit dem Umbau unseres Feldes da hinten. Da haben wir ja mittlerweile Wege gezogen. Hier Gras angepflanzt, Wege gezogen, haben hier die Felder unterteilt. Hier haben wir Weizen angesät und hier drüben haben wir Raps angesät. Da hinten das Feld, das lasse ich erstmal so. Und da machen wir bestimmt Gras dann hin. Und das Feld haben wir hier eben, wie gesagt, um die Ecke, damit wir da ein schönes, großes Feld haben. So, und wenn ihr da mal genau hinschaut, man sieht es, glaube ich, hier haben wir Unkraut. Und hier drüben haben wir noch kein Unkraut. Ja, woran liegt das? Ganz einfach. Dieses Feld hier rechts, das haben wir gepflügt. Das gilt auch natürlich ein Tiefenlocker. Also mit dem Tiefenlockerer sind wir da durchgegangen, haben das Feld gepflügt. Das hier haben wir nur gegrubbert. Und wenn man pflügt, dann sollte eigentlich auch kein Unkraut kommen, weil das praktisch alles untergepflügt ist. Und beim Grubbern oder ich sage mal eben nur, wenn man hier mit der Kreiselecke drüber geht, eine Kreiselecke mit der Scheibenecke, dann hat man halt immer das Problem, dass trotzdem noch die, ja, Unkraut im Boden ist und wachsen kann. Jupp, ne? Also wenn ihr das vermeiden wollt, dann müsst ihr jedes Mal pflügen. Ansonsten müsst ihr hier dann halt das Unkraut bekämpfen. So sieht es also jetzt aus. Hier haben wir ein bisschen gearbeitet, hier haben wir Wege angelegt, sodass das Ganze jetzt endlich mal ein bisschen nach was aussieht. So, und wie gesagt, da haben wir entsprechend jetzt Frucht angesät für das kommende Jahr. So, Dille, das hier kurz als Überblick, was die letzten 2-3 Folgen passiert ist. Da haben wir bis tief in die Nacht gearbeitet. Da habe ich nämlich hier noch beide Felder auch gewalzt. Und das ging dann wirklich, bis es dunkel war. Jo, jetzt schauen wir mal, wie unsere... Okay, er fährt schon wieder zurück. Und was macht unser Johnny? Der kommt da unten lang. Und dann, glaube ich, müssen wir den kurz übernehmen. So. Wie gesagt. Zack, jetzt. Da kann man wirklich gut auch selber fahren. Muss man nicht zu sehr auf die Seite achten. Muss einfach nur hier richtig in der richtigen Spur sein. Wunderbärchen. Ja. Und jetzt haben wir dann noch 2 eigene Felder, die wir ernten können. Und dann müssen wir mal schauen, wie spät es heute wird. Weil ich bin doch ein bisschen spät aufgestanden, nämlich um 8 Uhr. Ich hätte vielleicht schon um 7 Uhr beginnen sollen. Aber da wusste ich nicht, dass es hier noch einen Ernteauftrag gibt. Und da müssen wir dann einfach mal schauen. So, jetzt kommen wir da an die Insel. Was uns das Ganze zum Jahreswechsel bringt. Denn ihr seht es rechts, ganz so viel Geld auf dem Konto haben wir nicht. Liegt auch daran, weil ich 100.000 schon wieder zurückgezahlt habe für unseren Kredit. Also wir haben noch 200.000 Schulden auf der Bank. Und... ich habe zwar mittlerweile, ja, wir müssten eigentlich die BGA nochmal anschmeißen, fällt mir gerade ein. Weil da habe ich nämlich dann über Nacht die BGA nicht laufen lassen, damit wir Silage haben. Und dann könnten wir die nämlich jetzt noch anschmeißen, damit ein bisschen Kohle reinkommt. So, das machen wir dann gleich, wenn wir hier mit ihm abgetankt haben. So, da hinten kommt der Fendt auch schon wieder zurück. Der Fendt ideal. So, 85. So, hier mal kurz über Nacht das Grundstück. So, 92. Ja, da werden wir den schon mal abtanken. Ups.
Gegen Schneidwerk gelatscht. So, er da hinten, kam da schon die Meldung. Ich habe gar nicht aufgepasst. Das heißt, da können wir knapp dreimal abtanken. Okay. Dann werden wir den hier mal stoppen und schon mal mit dem Tanken beginnen. Besser ist das. So, ist natürlich so eine Sache mit so einem MAN hier auf dem Feld. Aber ich glaube, das ist ein Allrad, wenn ich richtig weiß. Gut. So, okay, da können wir den Motor ausmachen. Dann haben wir den Zipfel hier auch weg. So. Ja, mit diesem Feld verbinden mich Erinnerungen. Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt schauen wir mal. Er hier, okay. So, der Johnny wird jetzt gleich da stehen bleiben. Jupp. Kann das sein, dass der Johnny ein bisschen größeres Gebiss hat? Guck mal gerade so ein bisschen klein vor hier. So. Okay, ist er richtig in der Spur? Ah, okay. Nee, sonst läuft er ja hier zwei Bahnen praktisch leer. Okay. So müsste es jetzt passen. Gut. Gut, gut, gut. Und jetzt werden wir hier einmal um die Insel rumfahren, damit dann der Ideal besser wenden kann. Jo, das geht ja zügig mit den zwei. Doch, der hat ja auch definitiv hier ein größeres Schneidwerk. Ich glaube, der Ideal hat hier nur 9 Meter und wir haben, glaube ich, einen 12 Meter. Muss ich gleich mal nachgucken. Ja, wie ich schon gesagt habe, das Feld hatten wir ja mal in einem anderen Projekt hier genommen als Basisfeld. Auf dem haben wir dann hier um diese Insel herum haben wir unseren Hof gebaut. War auch eine schöne Sache, mussten wir aber dann leider halt abbrechen, weil eben nach einem Update ja ein neuer Spielstand nötig war. Ist so auch ein Klassiker beim Landwirtschaftssimulator. Aber ist natürlich auch verständlich, wenn es die eine oder andere Funktion gibt oder neue Funktion dazukommt. Jo, dann ist das leider so. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das Update einspielt. Und dann halt eben, ihr erinnert euch vielleicht, als wir hier Häuser gemäht haben, beziehungsweise Häuser geerntet haben, als dann hier dann doch durch den Map-Umbau die Häuser und die Felder alle nicht mehr da so richtig gepasst haben. Aber nun gut, schade, weil es war hier, da waren wir richtig gut weit mit unserem Hof. Hatten wir eine Mühle drauf und den Schweinestall. Und auch die BGA war da, Kuhstall, also es war schon eine feine Sache. Da waren wir richtig gut dabei, ein Logistikzentrum, haben ja viel mit Paletten gearbeitet und Produktionen. Ja, da war eigentlich dann alles da auf diesem Hof, was man gebraucht hat. Und da waren wir richtig schön weit und das will ich auch hier an diesem Projekt wieder schaffen. Dass wir hier also richtig schön weit kommen, auch dann wie gesagt mit Produktionen, Produktionsketten. Aber dazu brauchen wir halt erstmal Geld, weil wir müssen erstmal unseren Hof ein bisschen aufbauen.
Wie gesagt, der Kuhstall, das soll das erste sein, was wir bauen wollen. Und da brauchen wir auf jeden Fall 500.000, 600.000. Müssen wir mal schauen, damit wir dann auf jeden Fall in das Molkereigeschäft einsteigen können. Und die Mühle, darauf hätte ich auch wieder Bock, dass wir auch die Mühle wieder uns auf den Hof stellen, um eben Getreide und so weiter zu bearbeiten. Und auch Raps konnten wir da, glaube ich, zu Öl verarbeiten, zu Sonnenblumenöl. Das war auch nicht der Raps zu Sonnenblumenöl. Wer erzählt denn sowas? Heide, nein, natürlich zu Rapsöl. So, dann schicken wir den hier los. Das passt hervorragend. Er ist auch schon fast voll. Aber wir können da mit Sicherheit noch einmal abtanken. Jetzt müssen wir halt mal schauen, wie das hier mit dem Ideal ist, weil jetzt ist natürlich die Bahn deutlich kürzer. Und dann könnten wir den jetzt eigentlich mit dem hier abtanken. Das wäre, glaube ich, eine Maßnahme. Und dann können wir den nämlich schon mal hier zum Restaurant schicken. So, da hinten rechts seht ihr es, da ist noch Mais jede Menge. Da geht es runter, da ist noch ein kräftiges Stück hier in den Nebel rein, in den Morgentau oder wie auch immer man das nennt. Da ist jedenfalls noch jede Menge Arbeit hier drüben. So wie wir überhaupt jetzt im Oktober hier jede Menge Erntearbeit haben, auch mit unseren Feldern. Unser Maisfeld, unser Sonnenblumenfeld. Ja, und dann müssen wir uns gleich mal Gedanken machen, was wir da mit den Feldern machen. Dann, ob wir die nochmal kalken müssen, aber auf jeden Fall düngen. Und was wir auch an den anderen Feldern machen müssen, ist definitiv Unkraut bekämpfen. Ich habe es euch ja gezeigt. Und da denke ich, werden wir im nächsten Monat mit der Spritze rangehen. Aber müssen wir mal schauen. Oder halt beim Weizen schon mal mit, ja, der Harke. Das ist ja auch möglich als mechanische Unkrautbekämpfung. So, mit dem hier fahren wir jetzt zum Restaurant. Einmal abliefern Mais. Oh, da wackelt auch ganz schön. So, und da geht es auch schon zum Restaurant rein. Und hier mit ihm hier, mit dem Kollegen, mit dem Auto hier, da haben wir immer Probleme. Wenn der Abfahrer bzw. der Helfer hier das Material anliefert. So, da sind wir ja auch beim San Giovanni. Einmal Mais bitte. Und gerne. Und abladen. So, Freunde, damit darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Da habt ihr hier schon mal die erste Ladung gesehen, wie wir sie weggebracht haben. Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen Neubartelshagen in unserem Projekt Big Farm mit großen Maschinen. Also, wenn ihr Bock darauf habt, dann schaltet doch gerne nochmal ein oder zu den nächsten Videos hier in dieser Reihe. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.